ihr mit mir vor? Was wollt ihr von mir? Ihr. Die Schergen des Großinquisitors kontrollieren alle Wege. Ihr werdet ihnen unweigerlich in die Arme gelaufen. Warum verfolgt mich der Großinquisitor? Ich hatte gehofft, das von euch zu erfahren. Nachdem Janus Superto in sämtlichen Klöstern verlauten ließ, dass er euch haben will, habe ich meine Schwestern ausgesandt in der Hoffnung, dass sie euch vor ihm finden. Wieso stellt ihr euch gegen den Großinquisitor des Papstes? Mein Gott wird es mir verzeihen. Euer Gott? Der Gott des freien Geistes. Der Geist einer neuen Weltordnung. Gegründet auf den Säulen der Toleranz und der Erkenntnis. Ohne den Zwang der Kirche. Ihr seid jetzt vogelfrei. Werde eine von uns. Von euch? Wer seid ihr? Isabelle de Meloncourt. Eine Frau, die einst einen Mann liebte. Den jungen König von Ungarn und Böhmen. Sigismund. Der zu dieser Frau nicht stehen konnte. Weil sie das falsche Blut hatte, das Blut der Ketzer. Ihr seid die letzte Nachfahrin und Überlebende eines Geschlechts, dessen Väter auf den Kreuzzügen waren. Die das Heilige Land und die Mysterien gesehen haben. Die auf dem Montsegur verraten und von der Heiligen Inquisition verbrannt wurden. In 4 Stunden wird es hell. Meine Schwestern führen euch durch die Reihen der Häscher. Der Großinquisitor. Seine Stimme. Hinter der Krypta führt dich ein geheimer Gang nach draußen, hinter die Klostermauern. Hier, zieh das an. Wenn du die Feldlager der Königstruppen erreichst, dann halte nach Nepomuk Ausschau. Nepomuk dem Gaukler. Er teilt die Freiheit des Geistes. Und ihr? Ich gehöre an die Seite meiner Schwestern. Unser Eid befiehlt uns nicht, vor der Inquisition zu weichen. Sollten wir brennen, so ist es wichtig, dass dieses Schreiben diese Mauern hier verlässt. Das ist eine besiegelte Depesche des Königs an den Fürsten Sokolny und darin garantiert er dem Fürsten seine Unabhängigkeit. Warum will Sigismund die Unabhängigkeit von Sokolny? Weil sein Land die letzte Bastion zwischen den beiden mächtigsten Armeen Europas ist. Die letzte Hürde, bevor ganz Europa in Flammen steht. Das ist nicht von Sigismund. Der Griff zum Siegel des Königs ist nicht schwer. Aber jetzt geh, hier! Danke. So jung. So rein. Die schöne Braut des Herrn. Kind, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich weiß, du darfst nicht sprechen. Aber als Gesandter des Heiligen Vaters in Rom entbinde ich dich deinem Schweigegelübde. Und jetzt sagst du mir, wo ist die Hure von Hohenstein? Die Einzige, die hier redet, bin ich. Mit welchem Recht stört ihr den Frieden Gottes in seinem Hause? Mit dem Recht der Heiligen Inquisition. Macht mit diesen Weibern, was ihr wollt, aber keine Gefangenen! Befehlt euren Schergen innezuhalten! Oder er erlebt den herannahenden Morgen nicht mehr. Das Messer von mir nimmt, werdet ihr alle tot sein. Nach euch, Exzellenz.
Sie ist in Nonnenkleidung geflohen. Geh mir aus dem Weg! Zu den Pferden! Heute scheint euer Glückstag zu sein, Äbtissin. Schwerlich. Nachdem ihr unser unschuldiges Blut vergossen habt. Sam Benno. Man nennt mich Marat. Und wer bist du? Ich. Ich weiß nicht. Immer dem Geruch der abgehackten Arme nach. Und wenn du meinen findest, dann schenke ich ihn dir. Betrunkene Soldaten kenne ich. Bewaffnete Nonnen nicht. Kennst du Nepomuk? Den Gaukler? Ha, den Gauner, meint ihr. Was hat eine heilige Frau mit dem zu schaffen? Ein Freund von Freunden. Ich suche Michel, Kastellan von Hohenstein. Er hat für die Hettenheimer gedient. Frag Brunhild. Die ist mit den Hettenheimern gezogen. Jetzt kümmert sie sich um die Invaliden, die hier keiner mehr braucht. Danke. Brunhild? Ihr kriegt ihn später, heilige Schwester. Solange er noch im Diesseits ist, ist ihm meine Seelsorge Liebe. Die Hussiten haben ihm Hände und Zunge abgeschnitten. Ich bin auf der Suche nach einem Mann. Er hat für die Hettenheimer gekämpft. Michel, Kastellan von Hohenstein.
Der wilde Hauptmann, der an der Eger gekämpft hat. Du kennst ihn. Von uns Huren hatte keine bei ihm Glück. Vielleicht wäre ihm eure Gesellschaft lieber gewesen. Ihr war ja schon lange nicht mehr. Aber der Mühldorfer, ein Zelt der Todgeweihten, der hat Seite an Seite mit ihm gekämpft. Der Gaul steht noch nicht lange. Wo ist sie hin? Die falsche Nonne, die auf diesem Gaul gekommen ist, hä? Hey, probier's doch erst mal mit mir. Hä? Oder ist da nicht genug bei dir drin? Hä? Von einer Hure lasse ich mich nicht verspotten. Wir suchen eine Nonne, die dieses Pferd gestohlen hat. Wenn es keine Nonne gibt, dann müsst ihr Huren dieses Pferd gestohlen haben. Wir haben keine Nonne gesehen, weil wir bei der Arbeit war. Dort, im Zelt des Herzogs von Sachsen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt doch ihn. Hey! Diese Hure glaubt, von euch Hilfe zu bekommen. Wenn ich ihr jetzt den Kopf abschneide. Halt! Die Mühldorfer. Du bist der Mühldorfer? Ich suche Michel, Kastellan von Hohenstein. Du kennst ihn. Michel von Hohenstein? Ja. Jede Nacht kommt er zu mir und will seine Rache. Er hat tapfer gekämpft und plötzlich fiel er, ohne dass sein Schwert ihn traf. Dann lebt er. Er ist in den Fluss gestürzt, der Teufel hat ihn geholt. Wo ist das passiert? Am Oberlauf der Eger. Am Oberlauf der Eger? Da, wo die Hussiten zu Köln das Land belagern. Was ist das? Mein Wegweiser in die Hölle. Den trage ich immer bei mir. So kann ich sie nicht verfehlen. Was ist mit ihm passiert? Was ist mit Michel geschehen? Ging in die Falle. Was für eine Falle? Du bist ein schönes Weib. In der Hölle werde ich auf ewig keinem Weib mehr begegnen. Schade, dass du eine Nonne bist. Red mit mir. Red bitte. Du hast nach mir gefragt. Hier bin ich. Nimm Pomo. Los, hier! Hey!
Hey, du! Die Nonne, wo ist die hin? Witzbold. Danke. Gut. Warte, bis es dunkel wird. Dann bringe ich dich hier raus.